Liebe Studierende der Wirtschaftsakademie Wien, ich darf Sie recht herzlich zu diesem Wissensvideo des Kurses Grundlagen der Betriebswirtschaft und Ökonomie zu einigen Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen begrüßen. Als Wirtschaft bezeichnen wir alle Institutionen und Prozesse, welche das Ziel haben, materielle oder immaterielle Güter zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen zwei Gruppen von Institutionen im Zentrum der Betrachtung: Märkte, auf denen Güter, Dienstleistungen, Finanztitel oder Vermögenswerte gegen Geld getauscht werden, und Unternehmen, welche Güter bereitstellen. Basis für eine funktionierende Wirtschaft sind die Bedürfnisse des Menschen, also das subjektive oder objektive Empfinden eines Mangels oder auch der unerfüllte Wunsch. Hier unterscheidet man zwischen Existenzbedürfnisse, also lebensnotwendige Bedürfnisse, die zuerst befriedigt werden müssen, Grundbedürfnisse, die sind nicht existenznotwendig, haben aber einen kulturellen oder sozialen Ursprung, und Luxusbedürfnisse, die in der Regel nur von einkommensstarken Personen zu befriedigen sind. Die meisten Güter bzw. Ressourcen, die für die Erstellung von Gütern eingesetzt werden, sind nur begrenzt verfügbar. Wir nennen diese Wirtschaftsgüter. Das können beispielsweise immaterielle Güter wie Dienstleistungen oder Patente oder materielle Güter wie Kleidungsstücke oder Brennstoffe sein. Unter Nachfrage verstehen wir den Bedarf von Konsumenten an Gütern und Dienstleistungen. Aufgabe der Wirtschaft ist es, ein Angebot als Menge an Waren und Dienstleistungen, die zum Verkauf angeboten werden, gegenüberzustellen. Wirtschaften oder wirtschaftliches Handeln beschreibt demnach den Vergleich von Alternativen bei Ausstattung mit begrenzt vorhandenen Ressourcen und Auswahl derjenigen Alternative, die den bestmöglichen Einsatz der gegebenen Ressourcen versprechen. Unternehmen sind produktionsorientiert, das heißt, sie produzieren vorwiegend für den Bedarf anderer Wirtschaftseinheiten und können in private und öffentliche Unternehmen aufgeteilt werden. Bereiche, in denen öffentliche Unternehmen tätig sind, sind beispielsweise Fähr- und Entsorgungswirtschaft, Verkehrswirtschaft, Kreditwirtschaft, Versicherungswirtschaft oder auch die Informationswirtschaft. Zusammenfassend können wir also ableiten, dass das Unternehmen als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ein sozioökonomisches System ist, das als planvoll organisierte Wirtschaftseinheit Güter und Dienstleistungen erstellt und gegenüber Dritten verwertet. Den Unternehmen stehen Haushalte gegenüber. Diese sind konsumorientierte Wirtschaftseinheiten und fragen Konsumgüter, zum Beispiel Genussmittel, Schuhe etc. nach. Wir unterscheiden private Haushalte, die ihren Bedarf basierend auf individuellen Bedürfnissen befriedigen, und öffentliche Haushalte wie Bund, Länder, Kommunen etc., die den Bedarf aus privaten Haushalten ableiten. Beide Typen sind nicht unmittelbar Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre, werden jedoch bei betriebswirtschaftlichen Problemen berücksichtigt, da diese die Nachfrage auslösen, zum Beispiel bei Absatzentscheidungen im Marketing. Nun möchte ich noch kurz auf die Abgrenzung zwischen der Betriebs- und der Volkswirtschaftslehre eingehen. Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit innerbetrieblichen Prozessen und Abläufen und berücksichtigt Beziehungen zu anderen Institutionen sowie die sie umgebenden aus- und inländischen Wirtschaftsbereiche. Mögliche Fragestellungen in der Betriebswirtschaftslehre könnten beispielsweise die Auswirkung einer Preiserhöhung auf den Absatz oder auch Möglichkeiten der Umsatzsteigerung sein. Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit gesamtwirtschaftlichen Fragestellungen. Das bedeutet, es werden gesamte Wirtschaftsräume und deren wirtschaftliche Entwicklung ins Zentrum der Betrachtung gelegt. Als Beispiel kann die Inflation oder die Konjunktur in einzelnen Ländern genannt werden.